for a better planet. Enten, Gänse, Schwäne und mehr. Anders resetten. Der eine fährt nach Island, der andere nach Schottland und ich könnte sagen nach Wörthland. Nein, Wörthersee in Nürnberg. Man muss sich erholen von den tragischen Fehlentscheidungen des Landgerichts zu Nürnberg. Der siebte Monat nach der Neujahrsansprache 2020, da fragt man sich schon, haben denn die Richter Herz, Verstand und Empathie? Wobei Empathie und Herz eigentlich zusammengehören, aber bei manchen Individuen nicht. Und zunehmend frage ich mich, warum versteckt sich denn ein Pressesprecher? Ich kann nichts machen, für was ist er denn da? Reputativ für seinen Richtersitz Nürnberg, Richterhof Nürnberg. Es gibt den Bundesgerichtshof, den Europäischen Gerichtshof, dann gibt es den Nürnberger Gerichtshof. Wobei der Nürnberger Gerichtshof der aufbauende Hof war für Den Haag. Warum ich das sage? Weil das, was es in der Geschichte heißt, dass es niemals mehr solche Gräueltaten geben darf. Wo? Na, in Nürnberg. Militärprozesse, Saal 600, historisch. Man sagt zwar, es darf es nie mehr geben, aber diese seelischen Gräueltaten aufgrund von Fehlurteilen über 5¾ Jahre, die nimmt man einem Kind und seiner Mutter, nicht mehr ab. Jetzt frage ich mal den Freistaat Bayern, ob er mit einer Entschädigungssumme von 5 Millionen Euro einverstanden ist. Denn nach wie vor ist mir das rechtliche Gehör. Da gibt es einen ganz bestimmten Paragraphen. Über 5¾ Jahre beraubt worden. Und jetzt werden Sie sich fragen, warum spricht der jetzt zu den Schwänen, zu den Enten, zu den Fischen und Gänsen? Das möchten Sie jetzt gerne wissen. Ich lasse aber Ihnen diese Rätselaufgabe gerne lösen. Es gibt einen Angler, der ist auch Richter. Es gibt einen Angler, der ist ein Präsident. Und es gibt einen Wassersportfan, der ist ein sehr großer, hoher, hochrangiger Präsident. Und der wird genau diese Momente bekommen. Also Sie sehen, auch im Dunkeln
wo man schläft, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Zeitpunkt, falsche Präposition, lässt mich dieses seelische Verbrechen von den drei Volljuristen. Zwei, glaube ich, sind Doktoranden. Nicht locker. Und das ist ein seelischer Krieg. Also gehört es nach Den Haag. Sie werden sich wieder fragen, was macht der da? Was spricht der da? Auf was hofft er da? Alle Paragraphen kenne ich noch nicht. Aber die gängigsten, was Mobbing, Grundrechtsbeugung etc. angeht, die schon. Auch wenn nicht der Herr Schwenn von den Kachelmann, sondern auch Herr Strate. Ich habe es heute nochmal angehört. Und es hat sich jemand runtergezogen und hört sich das nochmal an, weil er einen Trailer daraus macht mit meinen Grundlagen. Das heißt, ein Richter darf für seine Taten und kann angeblich, ich sage angeblich, das ist eine Frage der Auslegungssache, nach der deutschen Gerichtsbarkeit derzeit, sagt Herr Gerhard Strate, Staatsanwalt Hamburg, Retter Mollat, ist es nicht möglich, Fehlurteile zu tadeln und Staatsanwälte und Richter zu belangen. Es gibt beim Auto einen TÜV. Es gibt bei verschiedenen Berufsgattungen TÜV-Gattungen. Wenn ein Arzt akademisch fast gleichgestellt oder gleichgestellt mit einem Juristen einen Fehler macht, dann kann er sicher belangt werden und er muss dafür Löhnen entschädigen. Und dafür plädiere ich, dass es einen Urteils-TÜV geben muss. Und dass es gegebenenfalls auch noch Live-Schnitte geben muss, damit nachvollzogen werden kann, wenn nicht alles protokolliert ist, da ja auch manchmal benachteiligte Menschen Protokollführer sind. Das ist gut so. Die hängen sich oft gut rein, aber wie gesagt, denen kann auch ein Fehler passieren. Heißt es, es muss etwas passieren, denn Fehlurteile vernichten die Gesellschaft. Guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Galacom.tv